Meister, einen Hausdorfmeister. Wie suche ich im ganzen Hause? Womit kann ich dienen? Muss allerdings bemerken, dass ich pressiert bin. Die Vorbereitungen zur heutigen großen Assemblée im Hause des reichsten Mannes in Wien, wie ich meinen gnädigen Herrn wohl betiteln darf. Ein Wort nur. Ich höre soeben, was ich allerdings nicht begreifen kann. Und das wäre? Und was mich in eine klärliche Aufregung versetzt. In Kürze, wenn ich bitten darf. Dass bei der heutigen festlichen Veranstaltung hier im Palais nach der Presseria meines Schülers kaum traue ich meinen Ohren noch eine weitere, und zwar gleichfalls sozusagen musikalische Darbietung in Aussicht genommen ist. Eine Art von Singspiel oder niedrige Posse in der italienischen Puffo-Manier. Das kann nicht geschehen. Kann nicht? Wieso? Darf nicht. Wie beliebt. Das wird der Komponist nie und nimmer gestatten. Wer wird? Ich höre, gestatten? Ich wüsste nicht, wer außer meinem gnädigen Herrn, in dessen Palais Sie sich befinden und Ihre Kunstfertigkeit heute zu produzieren, die Ehre haben, etwas zu gestatten, geschweige denn anzuordnen hätte. Es ist wieder die Verabredung. Die Opera Seria Ariadne wurde eigens für diese festliche Veranstaltung komponiert. Und das ausbedungene Honorar wird nebst einer munifizienten Gratifikation durch meine Hand in Ihre gelangen. Ich zweifle nicht an der Zahlungsfähigkeit eines steinreichen Mannes. Für den Sie samt Ihrem Erleben Ihre Notenarbeit zu liefern, die Auszeichnung hatten. Was steht denn noch zu Diensten? Diese Notenarbeit ist ein ernstes, bedeutendes Werk. Es kann uns nicht gleichgültig sein, in welchem Rahmen dieses dargestellt wird. Jedennoch bleibt es meinem gnädigen Herrn summo et unico loco überlassen, welche Arten von Spektakel er seinen hochansehnlichen Gästen nach Vorsetzung einer feierlichen Kollation zu bieten gesonnen ist. Zu diesen, die für Dauernden genießen, rissen Sie demnach die heroische Oper Ariadne. Zuvörderst diese, danach das für Punkt 9 Uhr anbefohlene Feuerwerk und zwischen beiden die eingeschobene Opera Buffa, womit ich die Ehre habe, mich zu empfehlen. Wie soll ich das meinem Schüler beibringen? Ihr Gnaden, die Mam Ser Servinetta, sie ist bei der Toilette, ich werde anklopfen. Lasse das sein und geh zum Teufel! Das ist die Sprache der Leidenschaft, verbunden mit einem unrichtigen Objekt. Lieber Freund, verschaffen Sie mir die Glücke! Richten Sie ihnen aus, dass Sie sich hier versammeln sollen zu einer letzten, kurzen Verständigungsprobe. Die Heiden werden schwerlich kommen. Erstes, weil sie keine Füße nicht haben. Und zweites, weil sie in der Hand sind. Wenn ich sage, die Geige, so meine Gespieler. Ach so, die sind aber jetzt dort, wo ich auch hin sollt. Und wo ich gleich sein werd, anstatt mich da mit ihnen aufzuhalten. Wo ist das? Bei der Tafel. Jetzt eine Viertelstunde vor Anfang meiner Abendmesse. Wenn ich sag bei der Tafel, so mein ich natürlich bei der herrschaftlichen Tafel, nicht ein Musikantentisch. Was soll das heißen? Aufspielen tun Sie.
Capito sind also für Sie derzeit nicht zu sprechen. So werde ich der Demoiselle die Arie der Redner repetieren. Hier ist nicht die Demoiselle drin, die Sie suchen. Diejenige Demoiselle aber, die hier drin ist, ist für Sie ebenfalls nicht zu sprechen. Weißt du, wer ich bin? Hier in meiner Obersicht ist für mich jeder zu sprechen. Dieses Gesicht, sehr unverschämt und frecher Esel. Dieses grinnendes Blech, allein hier vor der Tür mich stehen. Und geht. Erfahrung zu rechnen. Mein Wert ist doch. Habe meinerseits keine Ursachen, wegen meine Leistungen vor Ihnen zu erröten. Hat der Herr nicht die Stücke Scheupapier, hätte mir gern was aufnotiert, ich vergesse nämlich gar leicht. Kann nicht dienen. Erst nach der Oper kommen wir daran, es wird keine kleine Mühe. Die Herrschaften wieder lachen zu machen, wenn sie sich erst eine Weile gelangweilt haben. Oder meinen sie, es wird mir gelingen? Schnell, lieber Freund, einen Lakai zu mir! Ich muss unbedingt sofort den Grafen sprechen! Du kannst jetzt nicht eintreten. Sie ist beim Frisieren. Wer ist dieses Mädchen? Sie werden ein leichtes Spiel haben, Mademoiselle. Die Oper ist langweilig. Weil sie immer. Über die Begriffe und was die Einfälle anlangt. So steckt in meinem linken Schuhabsatz mehr Melodie als in dieser ganzen Ariaden auf Naxos. Wer ist dieses entzückende Mädchen? So besser, wenn sie dir gefällt. Es ist die Zerbinetta. Sie singt und tanzt mit vier Partnern und ein lustiges Nachspiel, das man nach deiner Oper gibt. Nach meiner Oper! Ein lustiges Nachspiel! Tizio und Trino! Freche Gebärden und zweideutige Rede nach Ariadne. Sag mir's! Ich bitte dich um alles! Das Geheimnis des Lebens tritt an sie heran, gib sie meine Hand. Und sie bestelle mir eine Arfe, Komödie und das Dankgefühl der Ewigkeit aus ihrem unsagbar leidwürdigen Schade vorzuspülen. Oh, wie ist es?
Klatscht an aus Höflichkeit und um sich wach zu machen, indessen ist man ganz munter geworden. Was kommt jetzt, sagt man sich. Die ungetreue Zerbinetta und ihre vier Liebhaber, ein heiteres Nachspiel mit Tänzen, leichte gefällige Melodie, eine Handlung, klar wie der Tag. Da weiß man, woran man ist, das ist unser Fall. Sagt man sich, da wacht man auf, da ist man bei der Sache und beginnt in den Karossen sitzen. Wissen Sie überhaupt nichts mehr? Heißt das Sie, die unvergleichliche Zerbinetta, haben tanzen sehen? Erzürnen Sie sich nicht und nicht und wieder nicht. Ariadne ist das Ereignis des Abends, o Ariadne zu hören, versammeln sich Kenner und vornehme Personen im Hause eines reichen Mädchens. Ariadne ist das Losungswort, sie singt Ariadne. Und morgen wird überhaupt niemand mehr wissen, dass es auch so Ariadne noch etwas gegeben hat. Die Herrschaften stehen von Tisch auf, man sollte sich hier beeilen. Meine Damen und Herren, ihre Plätze! Ihnen allen habe ich eine plötzliche Anordnung meines gnädigen Herrn auszurichten. Ist schon geschehen. Wir sind bereit, in 3 Minuten mit der Oper Ariadne anzufangen. Der gnädige Herr haben sich nunmehr wiederum anders besonnen. Es soll also nicht mit der Oper begonnen werden. Was ist das? Um Vergebung. Wo ist der Herr Tanzmeister? Ich habe einen Auftrag meines gnädigen Herrn für Sie beide. Was wünscht man von mir? Mein gnädiger Herr belieben, das von ihm selbst genehmigte Programm umzustoßen. Jetzt, im letzten Moment, das ist doch ein starkes Tickel. Umzustoßen? Und folgendermaßen abzuändern.
Das Nachspiel wird Vorspiel. Wir geben zuerst die ungetreue Terminetta. Dann Ariadne, sehr vernünftig. Um Vergebung. Die Tanzmaskerade wird weder als Nachspiel noch als Vorspiel aufgeführt, sondern mit dem Trauerspiel Ariadne gleichzeitig. Ist dieser reiche Herr besessen? Wie man sich über uns lustig machen? Sind die Leute wahnsinnig? Ich muss augenblicklich den Grafen sprechen. Es ist genauso, wie ich es sage. Wie sie es machen werden, ist natürlich ihre Sache. Unsere Sache? Mein gnädiger Herr, ist der für Sie schmeichelhaften Meinung, dass Sie beide Ihr Handwerk genug verstehen, um eine solche kleine Änderung auf 1-2 durchzuführen. Es ist nun einmal der Wille meines gnädigen Herrn, die beiden Stücke, das Lustige und das Traurige, mit allen Personen und der richtigen Musik, so wie er sie bestellt und bezahlt hat, gleichzeitig auf seiner Bühne serviert zu bekommen. Warum gleichzeitig? Dann müssen wir beeilen! Und zwar so, dass die ganze Vorstellung deswegen auch nicht einen Moment länger dauert. Denn für Punkt 9 ist ein Feuerwerk im Garten anbefohlen. Ja, wie um aller Ketter willen stellt sich denn seine Gnaden das vor? Eine innere Stimme. Vorausgesagt. Es ist wohl nicht die Sache meines gnädigen Herrn, wenn er ein Spektakel bezahlt, sich auch noch damit abzugeben, wie es aufgeführt werden soll. Seine Gnaden ist gewöhnt, anzuordnen und seine Anordnungen gefolgt zu sehen. Zudem ist mein gnädiger Herr schon seit einigen Tagen ungehalten darüber, dass in einem so wohl ausgestatteten Hause wie das seinige ein so jämmerlicher Schauplatz wie eine wüste Insel vor ihm vorgestellt werden soll und ist eben, um dem abzuhelfen, auf den Gedanken gekommen, diese wüste Insel durch das Personal aus dem anderen Stück einigermaßen anständig staffieren zu lassen. Das finde ich sehr richtig. Es gibt nichts Geschmackloseres als eine wüste Insel. Ariadne flog so sehr, sie ist das Sinnbild der menschlichen Einsamkeit. Eben darum braucht sie Gesellschaft. Nicht zum Sichern des Meeres. Es um stehend einzuschlafen. Um Vergebung, aber ich bitte sich höchlich zu beeilen. Die Herrschaften werden sogleich eintreten. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Wenn man 2 Stunden Zeit hätte, um über die Lösung nachzudenken. Darum wirst du nachdenken, wo menschliche Gemeinheit stirbt, die Medusa einem entgegengrießt. Fällt, was haben wir hier verloren? Was wir hier verloren haben, die Fimsis Dukate, unter anderen, von denen du das nächste halbe Jahr zu leben gedachtest. Ich habe nichts mit dieser Welt gemein. Wozu leben wir? Ich weiß wirklich nicht, warum sie beide einem so vernünftigen Vorschlag solch übertriebene Schwierigkeiten entgegensetzen. Meinen Sie im Ernst, es ließe sich machen? Nichts leichter als das. Die Oper enthält Längen, gefährliche Längen. Man lässt sie weg, die
diese Leute wissen zu improvisieren, finden sich in jede Situation. Still! Wenn er uns hört, begeht er Selbstmord. Fragen Sie ihn, ob er seine Oper lieber heute ein wenig verstümmelt hören will, oder ob er sie niemals hören will. Schaffen Sie ihm Tinte, Feder, einen Rotstift, was immer. Es handelt sich darum, Ihr Werk zu retten. Nemo ist vor! Hundert große Meister, die wir auf den Knien bewundern, haben ihre erste Aufführung mit noch ganz anderen Opfern erkauft. Meinen Sie, hat er recht? Da fliegt er, muss ich den? Sehen Sie zu, dass er genug streicht. Ich rufe ihn des Zerbinetta. Wir erklären ihr in zwei Worten die Handlung. Sie ist eine Meisterin im Improvisieren. Da sie immer nur sich selber spielt, findet sie sich in jeder Situation zurecht. Die anderen sind auf sie eingespielt. Es geht alles wie am Schnürchen. Triadne müssen sie streichen. Sehen Sie zu, dass man dem Bacchus einiges wegnimmt. Man erträgt sich, diese Er nimmt hier zwei Arien weg, ihnen keine Note. Verraten Sie mich nicht, er nimmt den Bacchus die Haare. Diese Ariadne ist eine Königstochter, sie lassen ist sie mit einem gewissen Deseus entflohen, dem sie vorher das Leben gerettet hat. Deseus wird ihrer überdrüssig und lässt sie bei Nacht auf einer Wüsteninsel zurück. Doch das es muss sein! Sie verzehrt sich in Sehnsucht und wünscht den Tod herbei. Tod? Das sagt man so. Natürlich, mein Seh, einen Mann darf er gehen. Natürlich, so kommt's ja auch. Nein, Herr, so kommt es nicht, denn Herr, sie ist eine von den Frauen, die nur einem im Leben gehören und danach keine Vielleicht auch ein blasser, dunkler Gebursche, wie Sie vermuten ganz recht, es ist der jugendliche Gott, Bacchus, der zu ihr kommt. Was kann man sich fassen und was er für 6 Jahre, was er braucht? Sie gibt sich dem Tod hin.
ist nicht mehr da. Weggewischt, stürzt sich hinein ins Geheimnis der Verwandlung, wird neu geboren, entsteht wieder in seinen Armen. Darin wird zum Tag vorüber in der Welt, könnte eines zum Gott werden, als immer Thank you.
Plätze. Meine Damen und Herren, Ariadne, Fribinetta, Scaramuccio, Harlekin. Auf die Zähne, wenn ich bitten darf. Ich soll mit dieser Person auf einer Szene stehen. Woran denken Sie? Nein, barmherzig bin ich nicht, Ihr Eiterliner. Jagen Sie mir die Kreatur von der Bühne. Oder ich weiß nicht, was ich tue. Oh, hätten Sie eine bessere Gelegenheit, als auf der Bühne zu zeigen, welch unermesslicher Abstand zwischen Ihnen befestigt ist. Abstand! Eine Welt, hoffe ich! Nehmen Sie diese Welt in jede Gebilde und man wird Ihnen anbeten, so wissen Sie ihn kennen. Wieder gut. Ich sehe jetzt alles mit anderen Augen. Die Tiefe des Daseins ist unermesslich. Mein Leben freut, es gibt Wäsches auf der Welt, das lässt sich nicht sagen. Die Dichter unterlegen ja recht gute Worte, recht gute. Ich
mich denn getraut? Mit einem Ohr.
Großer Schmerz hat ihren Sinn verwirrt. Er sucht es mit Absicht. Ein Fischer, sie ist toll. Toll, aber weise. Ja, ich weiß, was gut ist. Hassen, hoffen, zagen, alle Lust und alle Qual, alles kann ein Herz ertragen, einmal um das andere Mal. Weder Lust noch Schmerzen abgestorben, auch die Pein, das ist tödlich deinem Herzen, und so musst du mir nicht sein, musst dich aus dem Dunkel heben, wär's auch um neue Qual. Es ist alles vergehens, ich fühl es während des Dienst. Nie hat ein menschliches Wesen mich so gerührt. Und dir vielleicht nicht mit jedem Mann. Ein Bote,
Es gibt auf Tanzen, auf Singen, Tanzen, Singen, 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 Singen,
Thank you.
Hübsch gepredigt, aber Taubenohren. Ja, es scheint, die Dame und ich sprechen wie
sie widersprachen. Es scheint so. Es ist die Frage, ob sie nicht schließlich lernt, sich in ihrer Meinung auszudrücken. Wir wollen es abwarten. Was wir aber nicht abwarten wollen. Wofür hältst du mich? Für ein entzückendes Mädchen, dessen Beziehungen zu mir dringend eine Belebung bedürfen. Außerdem hier zwei Schritte von der Wohnung der Prinzessin. Pah, wohl, es ist eine Höhe. Sie fehlt, sie hat kein Fest. Ich glaube, du wärst wirklich gut. Zweifle nicht zu einem. Zu denken, dass es Frauen gibt, denen verblieben darin Gefälle. Und zu denken, dass du von oben bis unten eine solche Frau bist. Zerinetta! Widerstehen sollte. Warum hast du sie so verschieden? So verschieden geschaffen. Ein Striches zu testen, nass, das peinliche Geschäft. Wie sie dich nicht testen lassen, lass sie heilen, sie hat recht. Doch ich bin störrisch nicht, gibst du ein gut Gesicht. Doch ich will nun nicht mehr. Auf dieser Insel gewisse Plätze, komm, lass dich führen, ich weiß Bescheid. Wär nur ein Wagen, ein Pferdchen nur mein, hätt ich die kleine Heid, wo ein Lein. Wie vergeudet Augen und Hände, lauf ich im Stillen, hör auf das Ende. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn.
ist sie hin? Wo mag sie sein? Psst, wo ist sie? Wo mag sie sein? Psst, wo ist sie? Wo mag sie sein? Thank you.
Tirte, 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 ich konnte fliehen. Tirte, du hast mir fast nichts getan. Tirte, ich konnte fliehen. Sieh, ich kann lächeln und ruhen. Tirte, Tirte, was war dein Wille an mir vor? Thank you.
kennst du mich denn? Du hast mit einem Namen mich gegrüßt. Nein, 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 bist du nicht, mein Sinn ist leicht verwirrt. Wer bin ich denn? Ein Schiff. Nicht allein, sage mir, mit diesem Herzen, es ist zu nichts mehr nütze auf der Welt. Willst du mit mir gehen auf mein Schiff? Ist es, dass du mich prüfen willst? Wie schaffst du die Verwandlung mit den Händen, mit deinem Stab? Wie, oder ist ein Traum? Den du zu trinken gibst. Du sprachst von einem Trank. Sprach ich von einem Trank? Ich weiß nicht. Zauber an mir, Zauber.
und Äther für sterbliches Blut in den Adern mir fließt. Hör mich wissen, das vor mir steht. Hör mich gut, die sterben viel, dann sterben ihr, die ewige Sterbe, alles das, wo stirbest, aus meinen Augen. Schon drüber, auch mehr.
Wir